Die Honigmann-Nachrichten vom 11. Oktober 2012, Nummer 189. Athen. Trotz Sperrzone und Demonstrationsverbot haben am Dienstag zehntausende Menschen vor dem griechischen Parlament auf dem Syntagma-Platz in Athen anlässlich des Besuches unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel demonstriert, meldete scharflinks.de. Wer bei den Protesten hier in Athen nicht absichtlich wegschaut, kommt nicht umhin festzustellen, wie breit die Ablehnung der brutalen Kürzungspolitik in der griechischen Bevölkerung ist, berichtete Tine Steininger, die seit Montag für Attac Deutschland in Athen ist. Nicht nur Gewerkschaften, Parteien waren auf der Straße, sondern Motorradclubs, empörte Rentnerinnen, freiwillige Ärzte, Studierende, Jugendverbände, Erwerbslosenorganisationen. Merkel sei offensichtlich nach Athen gekommen, um der Samaras-Regierung den Rücken zu stärken, die momentan versucht, neue, noch gravierendere Kürzungen durchzudrücken. Die Mehrheit der griechischen Bürgerinnen und Bürger habe indes genug von dieser Krisenpolitik, die ihr Leben aufs Spiel setze. Wir auch. Nach einem Nachlassen des Widerstandes der griechischen Bevölkerung sei daher nicht zu rechnen. Marika Frankaki, Attakas Hellas, sagte, die Menschen hier wollen endlich einen Wandel und kämpfen dafür gegen die nationalen, eben wie die europäischen Eliten. Es ist ein ungleicher Kampf, aber sie sind entschlossen, ihn zu führen. Das hoffe ich, passiert hier auch bald. Es wird allerhöchste Eisenbahn. Athen, Berlin. In Anschluss an die vorige Meldung von German Foreign Policy Com, begleitet von Massenprotesten, hat sich das Merkel am Dienstag in Athen um neue Chancen für deutsche Firmen bemüht. Darf ich mal lachen? Die Privatisierung von Staatsbetrieben und Infrastruktur müsste beschleunigt werden, hieß es bereits vor Merkels Reise in Berlin. Warum soll da die Privatisierung vonstatten gehen, wenn hier alles verkauft und an Hedgefonds abgegeben wird? Frage. Die Kanzlöse habe die Abwicklung der DDR-Unternehmen gute Erinnerung und wisse seither, wie man die industriellen Filetstücke eines Landes an profitorientierte Investoren veräußert. Begünstigt werden die deutschen Interessen durch Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen in Griechenland, die Berlin seit längerer Zeit fordert. Alles soll aufgeteilt werden, alles in Wirtschaftszonen. Neue Weltordnung lässt grüßen. Über die Wirkung des deutschen Spardiktats, das zur Verelendung der Bevölkerung führt, erklärte ein Sprecher der Bundesrepublik, die Senkung der Lohnstückkosten ist prozentual zweistellig gelungen. Außenpolitiker-Experten im deutschen Hauptstadt führen einen gestrigen Massenprotest auf Missverständnisse zurück. Gezielte PR-Maßnahmen sollen Widerstände gegen deutsche Dominanzpolitik aushebeln. Die griechische Bevölkerung sei zurzeit schlecht informiert. Sie habe Anrecht auf verständliche Pressemitteilung zur näheren Erläuterung des deutschen Spardiktats. Sprich also zur Zensur. Denn was hier abläuft in der Presse, ist Zensur. Für 150 Jahre vertraglich geregelt. Ob zu Recht oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt. Bei ihren Gesprächen am gestrigen Dienstag traf Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der gesamten griechischen Staatsspitze zusammen und führte Verhandlungen mit deutschen und mit griechischen Unternehmen. Hintergrund ist nebst Euro-Krise das Berliner Drängen auf einen umfassenden Ausverkauf von Staatsbetrieben und Infrastruktur. Ja, und ich sag mal, Euro-Crash und der Zusammenbruch als solches ist da kräftig diskutiert worden. Dieser komme jedoch nicht recht voran aufgrund der griechischen Widerstände, aber auch weil der drohende Ausschuss Griechenlands aus der Eurozone Geschäfte größten Umfangs aus Sicht deutscher Interessen zu einem riskanten Unterfangen macht. Es sei und muss, ist jetzt nun an der Zeit, Fortschritte zu erzielen, hieß es bereits vor Merkels Athen-Besuch in Berlin. In den Sonderwirtschaftszonen sollen Unternehmen Steuerermäßigungen und Subventionen erhalten. Das war klar, die EU lässt grüßen. Andere Forderungen aus der deutschen Wirtschaft, die Zone sollte nicht nur für einzelne Teile der griechischen Wirtschaft, sondern für ganz Griechenland gelten. Es geht also um die Profitmaximierung, nicht um das Wohl der griechischen Bevölkerung. Die Proteste gegen die deutsche Kanzlerin sind also nicht nur das Resultat der Wut über das deutsche Spardiktat, sondern auch einer Vielzahl weiterer deutscher Provokationen. Und wenn es denn Zuschüsse gibt, hat man die alle besser von Brüssel aus unter Kontrolle. So einfach geht das. Hannover.
In Niedersachsen wird darüber nachgedacht, ein Modellprojekt zur Verankerung der Gentechnik im Unterricht deutlich auszuweiten, berichtete keinegentechnik.de. Dagegen äußern Verbraucherschutzverbände nun Bedenken. Das Bündnis für gentechnikfreie Landwirtschaft in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Greenpeace Hannover fordern in einer gemeinsamen Presseerklärung, das umstrittene Projekt Hannover Gen zu stoppen und keine öffentlichen Mittel für eine einseitig positive Darstellung der Risikotechnologie mehr bereitzustellen. Das ist Pressezensur, was wir eben schon hatten. Der Umwelttechniker und Biologe Heribert Wefors hat das Projekt untersucht und stellt die einseitige Ausrichtung fest. Letztendlich gehe es dabei um eine staatlich geförderte Akzeptanzbeschaffung für die Agrogentechnik in Schulen. Die Verbraucherorganisationen befürchten die Übertragung des mit knapp 1 Million Euro finanzierten Hannover Gen nun auf 50 Schulen im Bundesland. Insgesamt könnte das 13 Millionen Euro an Steuermitteln kosten. Anfang 2013 soll die Entscheidung fallen. Man kann die Kinder ja nicht früh genug darauf vorbereiten, auf die Gentechnik und das, was da in Zukunft passieren soll. Es wird nicht passieren. Mit den dafür im Schulunterricht bereitgestellten Materialien sollte laut Wefors auch eine negative Darstellung derjenigen, die der Gentechnik skeptisch gegenüberstehen, erreicht werden, durch ein ungünstiges, uninformiertes, unsachliches, vor allem jedoch unattraktives Bild. Befürworter dagegen erscheinen sachlich, reflektiert und zukunftsorientiert. Suggestive Materialien von Pro-Argumente sind Fakten, Kontra-Argumente häufig nur Möglichkeiten. Laut David Petersen von Greenpeace Hannover sollen dadurch Schüler zu Gentechnik-Befürwortern gemacht werden. Nach der Landesregierung ist Gentech eine Schlüsseltechnologie der Landwirtschaft. In der Bevölkerung keine Akzeptanz dafür. Man ist immer weiter dabei, den Nährstand zu zerstören. Der Wertstand ist schon unten. Und dann kommt der Leerstand und dann der Nährstand. Es ist völlig falsch. Umgekehrt wird ein Kind raus. Kurze Meldung aus einem Kommentar zur Webseite eu.org. Dank an CP. Ich habe vor Monaten schon darüber berichtet und sage es noch einmal. Wir haben ein jüdisches EU-Parlament. Neben dem Parlament, das jetzt inzwischen seit auch arbeitsfähig ist, eu.org ist die Homepage. Alles klar? Deutschlands Privatbanken fordern angesichts hoher Kosten für die Bargeldversorgung weitere Anstrengungen zum Ausbau alternativer Zahlungsformen. Die tägliche Ver- und Entsorgung des Handels mit Bargeld ist eine enorme logistische Herausforderung und sie ist teuer, sagt der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Banken, Michael Kemmer, bei einem Symposium der Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt. Völliger Quatsch. Geld hat es immer gegeben. Es kam nur darauf an, wer es hat und es musste verwaltet werden. Sie haben auch dran verdient und das reichlich. Die Kreditwirtschaft darf nicht nachlassen, die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs voranzutreiben. Es spreche zwar einiges dafür, dass Banknoten und Münzen noch lange die meistgenutzte Zahlungsmittel in Deutschland bleiben werden. Doch Kemmer wacht die These, das Bargeld der Zukunft ist digital. So finanzen.net. Das ist der Anfang der Abschaffung des Bargeldes zur totalen Kontrolle für die neue Weltordnung. Geht doch ganz einfach. Hatten wir gestern schon in Schweden, in Holland ist das längst abgesegnet worden. Berlin. Thilo Sarrazin hat es mit seinen Menüvorschlägen für Hartz-IV-Bezieher vorgekocht. Nach dem gleichen Muster sollen jetzt angelernte Energieberater durchs Land ziehen und zeigen, wie man im Haushalt Strom sparen kann. An den Ursachen für die steigenden Preise soll aber weiterhin nicht geändert werden. Im Frühjahr blockierte das Wirtschaftsministerium die Effizienzpläne der EU. Gleich nach dem Antritt verteidigte Peter Altmaier die Befreiung bei den Netzentgelten und jetzt soll auch die Umlagebefreiung energieintensiver Unternehmen weitergehen. Und wer bezahlt das? Die Vorabgelder kommen von der Energiewirtschaft. Warum wohl? Und heute die Meldung, die Stromkosten werden teuer. Alles klar? Anstatt die Privatkunden durch eine gerechte Aufteilung der Kosten für alle Stromverbraucher zu entlasten, sind jetzt zwei neue Vorschläge im Gespräch, eine Stromsparberatung von Hartz-IV-Empfängern
für Hartz-IV-Empfänger und mittelfristig auch alle übrigen privaten Haushalte und zweitens auf Quotenmodell, das den Preis für den Stromgrundbedarf begrenzt, damit die privaten Stromkunden das Strom sparen lernen und somit steigenden Stromkosten fertig werden. Ein völliger Quatsch und Blödsinn. Es muss kaum jemandem was über Strom gesagt werden. Es gibt immer einige, natürlich, die meisten nicht. Außerdem wollen die Stromriesen und die Großkonzerne verkaufen. Dürfen wir nicht vergessen. Anteil am Stromverbrauch bei Privatkunden 26%, 70% bei der Industrie, Handel und im öffentlichen Dienst. Hier im öffentlichen Dienst sollten wir abends öfter die Lichter ausschalten. Wäre besser und würde sparen. Für arme Haushalte dürfen vor allem die Beschränkung der Standby-Verluste in Frage kommen. 25 Euro im Jahr bei erfolgreicher Beratung. Das hat man doch so gewollt, da hat man die Geräte so gebaut. So einfach geht das. Die Grundversorgung soll je Haushalt mit 2000 kW pro Stunde pro Jahr zu einem günstigen Preis angeboten. Der Verkauf darüber hinaus sollte wesentlich teurer sein. So heise.de. Übrigens, bei uns sind die Strompreise am höchsten. Auf der ganzen Welt. Budapest. Ungarn sagt Euro no. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sieht für sein Land keine Notwendigkeit mehr, den Euro einzuführen, schrieb mmnews.de. Ursprünglich sei mit der EU-Mitgliedschaft zwar auch die Pflicht verbunden gewesen, der Europäischen Währungsunion beizutreten, sagte Orban im Gespräch mit dem Handelsblatt am Donnerstag. Doch als wir den Beitrittsvertrag unterschrieben haben, sah die Eurozone ganz anders aus. Eine Beitrittspflicht zur Währungsunion kann deshalb nicht mehr automatisch sein, sagte Orban. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre die Einführung des Euros für sein Land sogar unverantwortlich. Einer der wenigen, die mitdenken. Die südeuropäischen Staaten hätten sich der Währungsunion eindeutig zu früh angeschlossen. Die Euro-Schuldenkrise wird nach der Einschätzung von Orban noch viele Jahre dauern. Glaube ich nicht. In mehreren Euro-Staaten hat die Verschuldung die kritische Marke von 90% der Wirtschaftsleistung überschritten. Das kann man nicht mehr aus eigener Kraft abbauen, sagte er. Spätestens in 5 Jahren werde sich die Euro-Krise zu einer politischen Führungskrise ausweiten. Unsere heutigen demokratischen Systeme haben eine ausgebaute Führungsschwäche. Ein Präsidialsystem ist wahrscheinlich geeigneter als ein parlamentarisches System, wenn es darum geht, schwierige Reformen durchzusetzen, sagte Orban. Der ungarische Ministerpräsident äußerte sich auch zu seinem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Berlin. Unsere bilateralen Beziehungen sind intakt, sagte Orban. Daher wollte er mit der Kanzlerin vor allem über die Zukunft Europas sprechen. Ich möchte im Kanzleramt vor allem 3 Punkte klar machen. Die geplante Bankenunion geht uns Ungarn entschieden zu schnell. Eine gemeinsame Bankenaufsicht für die Eurozone mag für die Zukunft eine gute Idee sein, doch man darf hier nichts überstürzen. Der 2. Punkt betrifft die Steuerpolitik. Wir wollen keine Steuerharmonisierung in Europa, sondern Steuerwettbewerb. Außerdem will ich mit der Bundeskanzlerin über die EU-Haushaltsplanung für die nächsten 7 Jahre sprechen. Darüber soll ja noch vor Jahresende entschieden werden. Rom. Ist die Kritik an der EU bald strafbar? Fragte preußisch-allgemeine.de. Italiens Ministerpräsident Mario Monti, das ist der Richtige, plant einen EU-Gipfel zur Bekämpfung der antieuropäischen Strömungen. Das berichtet die eurokritische Bürgerbewegung Aktionsbündnis Direkte Demokratie unter Berufung auf die Internetzeitung Südtirol Online. An dem Treffen in Rom, für das es noch keinen Termin gibt, soll auch EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy teilnehmen. In der vergangenen Woche hat es in Rom Protestaktionen gegen Monti und die EU gegeben. Bemerkenswert ist die Wortwahl des ehemaligen EU-Kommissars und mittlerweile amtsmüden Premiers, der zu den wichtigsten EU-Propagandisten gehört. Mit der Wahl des Begriffs anti-europäisch statt anti-EU unterstellt er all denen die Kritik an den undemokratischen Auswüchsen der EU üben, dass sie automatisch gegen Europa im Sinne eines friedlichen Miteinanders auf dem Kontinent seien. Und wenn er gegen Strömungen weiter vorgehen will, heißt das nichts anderes, als dass er politische Gesinnungskontrolle ausüben und den demokratischen Meinungsbildungsprozess reklamieren will. Wie war das vorhin mit der Pressefreiheit?
und mit der Einschränkung des Denkens, man taugt oder auch Majestic bzw. Majestic, Schmetterling, Mind Control, Gedankenkontrolle, hatten wir das nicht letzte Woche, vorletzte Woche? Vor allem aber lässt das Wort bekämpfen aufhängen. Das zeigt, es geht ihm nicht um die Auseinandersetzung mit EU-Kritikern, geschweige denn, sie von seiner Position zu überzeugen. Bekämpft wird jemand mit Waffen. In diesem Fall wären das wohl zunächst die subtilen Mittel der Stigmatisierung, Verleugnung, Denunziation, kurz der medialen Vernichtung. Auch das kennen wir von vielen, vielen Leuten, auch in unserem Lande. Ist nicht neu. Bis zur Anwendung juristischer Waffen durch Einführung eines Straftatbestandes Anti-Europäismus zu einer total überwachten und gleichgeschalteten EU wäre es dann wohl nicht mehr sehr weit. EU-Kritiker wären dann der Verfolgung ausgesetzt wie einst die Heretiker längst vergangener Epochen. Leiden, London. EADS-Fusion gestoppt. Macht die Bilderberger, ist die Macht der Bilderberger gebrochen? Noch im Juni 2011 sind der britische Labour-Politiker Peter Mandelson, der Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und der jetzige EADS-Chef Thomas Enders demonstrativ zusammen aufgetreten. Seite an Seite spazierten sie am Rande des Bilderberger-Treffens in St. Moritz. Ob bereits damals unter anderem über die geplante Fusion von EADS und BAE-Systems geplaudert wurde, kann man nur vermuten. Vorerst jedoch ist die Gründung des europäischen Megakonzerns vom Tisch. Sie haben Anweisung bekommen. Sollte die Fusion auch auf längere Zeit nicht zustande kommen, könnte dies jedoch bedeuten, dass die Bilderberger ein weiteres Ziel nicht verwirklichen können. Der Grundstein für den europäischen Wiederaufrüstung kann dann nicht gelegt werden. Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass die Macht der einflussreichen Strippenzieher am Ende entgegengeht. Warum sollten die überstürzte Präsenz in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren so passiert sein? Fragte dagegen.blogger.de. Brüssel, Ankara. Während sich das Nordatlantikbündnis nach einigen eigenen Angaben auf eine weitere Eskalation vorbereitet und Ankara im Notfall zur Seite stehen will, verlegte die türkische Militärführung in der Nacht zum Dienstag mindestens 25 weitere Kampfjets vom Typ F-16 auf die Luftwaffenbasis Diyarbakir, so die Nachrichtenagentur Dogan unter Berufung auf Militärkreise. Vor diesem Hintergrund ließen Aussagen aus dem NATO-Hauptquartier aufhorchen. Wir haben alle notwendigen Pläne bereit liegen, um die NATO zu schützen und zu verteidigen. Was hatten wir gestern? NATO-Fall? Sagte Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Dienstag zu Beginn des Treffens. Der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, das ist der Richtige. Auch Berlin sicherte der Regierung in Ankara Unterstützung zu. Wir helfen allen, völlig klar. Deutschland steht fest an der Seite der Türkei, naja, und Israel sowieso, betonte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière. Das berichtete German.ire.ir. Die Türkei hat in den vergangenen Tagen mehrmals Ziele in Syrien angegriffen. Auslöser war ein syrischer Granatenbeschuss, bei dem 5 türkische Zivilisten getötet wurden. In den darauffolgenden Tagen waren nach türkischen Angaben mehrmals Granaten von Syrien aus auf türkischem Territorium eingeschlagen. Wer diese abgefeuert hat, ist allerdings völlig unklar. Die Syrer wahrscheinlich nicht. Das Parlament in Ankara hat vergangene Woche ein Mandat für eine mögliche Militärintervention in Syrien beschlossen. Seitdem erhalten die Armeeeinheiten in Grenznähe fortlaufend Verstärkung. In den Provinzen Hatay und Sanliurfa wurden Berichten zufolge Panzerverbände näher an die syrische Grenze gebracht. Auch in der Nähe der Stadt Akakale wurden die Truppen demnach weiterhin verstärkt. Düsseldorf. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumserwartung für 2013 laut einem Pressebericht deutlich gesenkt, meldete manager-magazin.de. In ihrem Herbstgutachten, das heute offiziell vorgestellt werden würde, für das kommende Jahr nur ein Wachstum für Deutschland von
1,0% erwartet, schrieb Handelsblatt Online. Auch die Financial Times Deutschland berichtete von deutlich schlechteren Perspektiven. Vor einem halben Jahr hatten die Institute für 2013 noch 2% Wachstum und mehr vorausgesagt. Für das laufende Jahr rechnen die Institute laut des Presseberichts mit 0,8% Wachstum, vorher wurden 0,9% geschätzt. Trotzdem sehen die Institute dieses und kommendes Jahr einen annähernd ausgeglichenen Staatshaushalt, hieß es weiter. Dieses Jahr sei eine schwarze Null und im kommenden Jahr wegen der geplanten Steuersenkung, der Reduzierung des Rentenbetrages eine rote Null zu erwarten. Bei 0 und 0 sehe ich überhaupt keine Unterschiede, ob die rot oder schwarz sind. Das ist mir völlig Latte. 0 ist 0. Die Institute rechnen laut Handelsblatt.com damit, dass die Euro-Krise im Laufe des kommenden Jahres überwunden wird. Das glaube ich nicht. Die Arbeitslosigkeit werde 2013 wieder leicht sinken, hieß es weiter. Wir halten ja sowieso im Motto 3 Millionen, obwohl wir 8,5 bis 9 haben, eher mehr als weniger. Das Gutachten für die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wird vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, des Münchner IFO-Instituts, des Essener Rheinisch-Westfälischen Institutes für Wirtschaftsforschung und vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle für die Bundesregierung erstellt. An Halle erinnert mich doch was? Die Regierung will ihre eigene Wachstumsprognose kommende Woche vorstellen. Die dürfte dann dementsprechend genauso lauten. Die gute Nachricht zum Schluss, diesmal etwas von aphorismen.de. Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, an deines Volkes auferstehen. Lass diesen Glauben dir nicht rauben, trotz allem, was geschehen. Und handeln sollst du so, als hänge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge und die Verantwortung wäre dein. Sollten sich mal einige reintun. Ich meine da speziell besondere Leute mit schon. Von Johann Gottlieb Fichte ist das. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.